Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zum Thema Sturm und Drang in Abgrenzung zur Aufklärung der deutschen Literatur. Wir wünschen euch viel Spaß und wir hoffen natürlich auch, ihr lernt ein bisschen was und nehmt ein bisschen was mit auf euren Weg. Die Gliederung. Der erste Punkt, den wir uns angucken, ist die zeitliche Einordnung der Epoche. Mit dem ersten Unterpunkt der gesellschaftlichen Bedingungen, dem zweiten die Gesellschaft im Vergleich zu heute und dem dritten Unterpunkt der damaligen Kunst. Der zweite Punkt, den wir betrachten, sind wichtige Vertreter der Epoche. Der erste Vertreter, den wir behandeln, ist Friedrich Maximilian Klinger, der zweite ist Johann Wolfgang von Goethe und der dritte Friedrich Schiller. Der dritte Punkt, den wir behandeln, sind die Leitmotive der Epoche. Mit dem ersten Unterpunkt der Abgrenzung zur Aufklärung, dem zweiten des Leitbildes, dem dritten des Geniekults und dem vierten der stilistischen Mittel, welche genutzt wurden. Der vierte Punkt, den wir uns angucken, ist die Analyse eines Textes. Der fünfte, der Einfluss auf heute. Der sechste ist die Aktivierungsphase mit dem Unterpunkt 1 der Lösung. So, als ersten Punkt unseres Erklärvideos haben wir dann einmal die zeitliche Einordnung der Epoche. Und die Epoche Sturm und Drang ist die Bezeichnung für die Epoche der deutschen Literatur von etwa 1765 bis 1785. Was man daran halt auch gut erkennen kann, dass diese Epoche eine relativ kurze Epoche war, im Gegensatz zu der oder zu den anderen ganzen Epochen, die es in der deutschen Literatur gab. Allerdings wird die Epoche des Sturm und Drangs auch als Geniezeit bezeichnet. Und diese Benennung entstand halt durch die Verherrlichung des Genies als Urbild des höheren Menschen und Künstlers. Und damit ist halt der Adel und die Kunst von damals angesprochen in Abgrenzung zur Aufklärung. Also das könnte man darunter verstehen. Als nächstes hätten wir einmal die gesellschaftlichen Bedingungen, also wie es damals zu der Epoche war, wie sie gelebt haben und wie es allgemein den wirtschaftlichen Bedingungen zuging. Als ersten Punkt haben wir da, reiche Leute standen vor armen Leuten. Wie auch in vielen anderen Epochen stand der Adel natürlich über dem normalen Bürgertum. Leute, die damals anders waren, wurden von der Kirche meistens verurteilt. Dann einmal, der Adel hatte mehr Menschenrechte als andere Menschen, wie ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte. Stand der Adel halt vor dem normalen Bürgertum und hatte halt mehr Menschenrechte, sage ich jetzt mal. Dann einmal Rechthaberei und Kleinkrämerei des Bürgertums wurde halt die ganze Zeit angesprochen. Damit ist halt gemeint, dass die normalen Bürger sich die ganze Zeit gegen den Adel auferhoben haben oder versucht haben zu wehren. Dann einmal gab es damals schon Hygiene und Konflikte mit der Umwelt. Und die Kirche verdrängte anderweitige Religionen, die nicht dem Norm der Kirche entsprachen. Das nächste wäre dann einmal die damalige Gesellschaft verglichen zu heute, sprich, was hat sich geändert oder was ist sogar immer noch so? Da haben wir einmal zur damaligen Gesellschaft, dass sie unaufgeklärt waren, weil das war ja nur die Abgrenzung zur Aufklärung, da ging es gerade erst los, sage ich jetzt mal. Dann gab es einmal Diktatur bzw. Könige, die regiert haben, beziehungsweise in Deutschland gab es einen großen König, der war aber nochmal unterteilt von vielen kleinen Königen, die verschiedene Ländereien, sage ich jetzt mal, besaßen. Damals war es so, dass Gesetzlosigkeit meistens noch herrschte, dass die Menschen ungepflegt und unhygienisch gelebt haben, weil es halt auch nicht die Bedingungen gab, die es heute gibt. Damals waren sie stark gläubig, was ich allerdings mit einem Stern markiert habe, da die ganze Sache mit der Kirche und so ja alles eine wichtige Rolle gespielt hat, aber jeder damals halt auch fast versucht hat, im Sturm und Drang ein eigenes Individuum zu sein und einen eigenen Glauben zu haben. Dann einmal gab es noch schlechte Bildung, schlechte Medizin und eine bestimmte Richtungsvorgabe, wobei man bei der Richtungsvorgabe auch vorsichtig sein muss, deswegen ist dies auch mit einem Stern markiert, da man sich nicht 100% sicher sein kann, welche Richtung sie verfolgt haben, weil jeder für sich halt versucht so oder versucht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Dann einmal die heutige Gesellschaft, aufgeklärt, wobei man aber vorsichtig sein muss, weil auch heutzutage sind noch nicht alle Menschen aufgeklärt. Dann einmal freie Demokratie, wie man sehen kann.
Damals, was ich angesprochen hatte, Könige und Diktatur. Heute gibt es zumindest in Deutschland freie Demokratie und das ist halt viel besser als zur damaligen Zeit. Heutzutage gibt es Gesetze, die zum größten Teil eingehalten werden. Dann gibt es einmal bessere Körperhygiene. Ist klar, bessere Bedingungen heute, was halt verschiedene Mittel dazu angeht. Dann habe ich einmal angegeben, weniger religiös, wobei man das auch nicht zu 100% bestätigen kann. Dann einmal noch, dass wir besser gebildet sind heutzutage, wobei das halt logisch sein sollte. Das ist halt auch wieder mit der Aufklärung im Zusammenhang. Dadurch, dass wir aufgeklärt wurden, kann man sich halt besser bilden und durch diese Bildung werden halt einem viel bessere Möglichkeit geboten als damals. Dann einmal gute medizinische Versorgung. Das gab es natürlich damals nicht. Wenn man sich das so damals anguckt, sind die Leute nicht wirklich alt geworden. Klar gab es mal Ausnahmen, aber im Gegensatz zu heute waren die damaligen medizinischen Bedingungen echt schlecht. Und heute einmal noch, dass wir unabhängig leben wollen. Wobei man da wiederum darauf achten muss, dass das hier mit einem Stern markiert ist. Da damals die Leute auch schon unabhängig von der Kirche bzw. von Königen und dem Adel leben wollten. Damalige Kunst. Zur Zeit des Sturm und Dranges spiegelte sich bereits der Drang nach Freiheit und der gesellschaftliche Protest, die Abenteuerlustigkeit und die Unzufriedenheit der Sturm und Dränger in der Kunst wider, was man auch links auf dem Bild sehen konnte. Der erste Vertreter der Epoche, den wir uns genauer anschauen, ist Friedrich Maximilian Klenger. Dieser wurde 1752 geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Ab seinem 8. Lebensjahr war seine Mutter alleinerziehend und arbeitete als Wäscherin. Dennoch konnte er durch Förderung seines Professors aufs Gymnasium in Frankfurt gehen und später auch, dank finanzieller Unterstützung durch Goethe, ein Studium der Rechtswissenschaften beginnen. 1776 brach er dieses Studium jedoch ab. Im selben Jahr schrieb er das Schauspiel Wirrwarr, welches von Christoph Kaufmann in Sturm und Drang umbetitelt wurde, welcher als Namensgeber der Epoche gilt. Das Schauspiel thematisiert den leidenschaftlichen Ausdruck und die Auflehnung gegen die gesellschaftlichen Normen. Er interessierte sich für Anthropologie, Literatur und Philosophie, weshalb er eine wichtige Person der Aufklärung ist. Inspiriert durch Jean-Jacques, Voltaire und Immanuel Kant und Shakespeare verfasste er weitere Stücke. Der nächste große Vertreter der Epoche, den wir uns genauer anschauen, ist Johann Wolfgang von Goethe. Dieser wurde 1749 geboren und wuchs als Kind in den besten Verhältnissen auf. Da seine Eltern viel Wert auf Bildung legten, erhielt er Heimunterricht. Er lernte neben Deutsch auch Französisch, Griechisch, Latein, Englisch, Italienisch und Hebräisch. Des Weiteren konnte er Klavier und Cello spielen. Nach dem Heimunterricht sollte er mit 16 Jahren Jura studieren und wurde dafür nach Leipzig geschickt. In seiner Jugend- und Studiumphase war er sehr spendabel und verprasste gerne sein Geld für Alkohol. Er verliebte sich in die Tochter seiner Wirtsleute. Doch sein Herz wurde gebrochen, da sie diese Liebe nicht erwidern konnte. Daraufhin wurde er schwer krank und musste wieder nach Hause. Aufgrund des gebrochenen Herzens konnte er 1,5 Jahre nicht weiter studieren gehen. Schlussendlich beendete er sein Studium in Straßburg und kehrte wieder nach Frankfurt am Main zurück, wo er ab 1772 als Rechtsanwalt arbeitete. Doch er interessierte sich eher für Theologie, Botanik, Chemie und insbesondere für Schreiben. Er verfasste Der Götz von Berlichingen, was als eines der Hauptwerke des Sturm und Drang betitelt wird. Des Weiteren verfasste er 1774 Die Leiden des jungen Werther, inspiriert von seiner Liebe aus Leipzig. Dieses Werk machte Goethe berühmt. Leute begannen sich wie Werther, den Protagonisten der Geschichte, zu kleiden und einige brachten sich sogar, nachdem sie das Buch gelesen haben, um, weshalb es in England sogar verboten wurde. In dem Roman geht es um eine tragische Liebesgeschichte, in der der Protagonist Werther Suizid als ein verständliches menschliches Handeln thematisiert und sich schlussendlich entscheidet, Selbstmord zu begehen,
Der nächste und letzte Vertreter der Epoche, den wir uns heute anschauen, ist Johann Friedrich Schiller. Dieser wurde 1759 geboren und wuchs als Sohn eines Leutnants und strengen Vaters unter psychischen und körperlichen Drill auf. Doch Schiller war nie für körperliche Arbeit gemacht, er war schon immer eher zierlich und kränklich. Mit 5 Jahren erhielt er seinen ersten Unterricht beim Pfarrer und ging auf eine Lateinschule. Später zog die Familie nach Stuttgart auf den Hof eines Herzogs, da der Vater dort Arbeit bekam. Dort entdeckte Schiller für sich auf dem Hoftheater seine Begeisterung für Stücke und spielt diese nach und verfasst selber welche. Mit 14 ist aber Schluss mit dem Spaß und er muss auf eine Militärschule, was ihm nicht gefällt. Nach Abschluss an der Militärschule befiehlt ihm sein Herzog Jura und Medizin zu studieren. Er wollte das nicht und musste heimlich lesen und schreiben. Er liest Goethe und Shakespeare und verfasst 1776 die erste Szene zu Die Räuber. Das Drama Die Räuber schildert die Rivalität zweier Brüder und spiegelt Schillers persönliche Abneigung gegenüber Autoritäten und relativiert das Verhältnis von Gesetz und Freiheit zueinander. Das Stück spricht Themen wie die aktuelle politische Lage an und Eigenschaften wie Verstand und Gefühle wie Liebe an. Nach dem Studium wird er Regimentsarzt, was ihm nicht liegt und frustriert. Er veröffentlicht für 150 Gulden, was damals sein vierfaches Jahresgehalt war, und es wird in Mannheim aufgeführt. Und es war ein voller Erfolg, doch er verdiente nichts an seinem Stück. Er war berühmt, doch er verdiente nichts. Kurz darauf ließ ihn der Herzog verhaften und verbot ihm das Schreiben. Nach Entlassung flieht er nach Thüringen. Nach der Uraufführung bildeten sich einige Reihen von Räuberbanden. So, nachdem wir jetzt ein wenig über bekannte Künstler und bekannte Personen gesprochen haben, die zu dieser Zeit gelebt haben, kommen wir als nächstes zur Abgrenzung zur Aufklärung. Und zwar Anhänger des Sturms und Dranges begegneten den Kulturfortschritt mit Skepsis und sogar oft mit Ablehnung. Und die Gründe für die Ablehnung bzw. auch für die Skepsis waren Angst vor Gleichberechtigung, das ist auf Frauen damals bezogen gewesen und auf den Adel und Bürgertum, sprich der Adel hatte Angst, dass sie nur noch so angesehen werden wie der arme Bürgertum, sage ich jetzt mal. Dann einmal, dass von den Menschen Toleranz verlangt werden, also dass von denen Toleranz verlangt werden würde, sprich, dass sie tolerant gegenüber anderen Menschen sein müssten, das ist halt aufs Bürgertum bezogen. Und aber auch auf den Adel, weil das Bürgertum musste genauso dann tolerant zum Adel sein, wie der Adel zum Bürgertum. Dann als nächstes Angst vor gleichen Menschenrechten. Das ist jetzt sehr stark auf die Frauen bezogen. Also die männliche Bevölkerung hatte damals zur Zeit Angst, dass Frauen halt gleichberechtigt werden wie die Männer. Und wenn man sich mal so die ganzen Epochen der deutschen Literatur ansieht, kann man halt immer erkennen, dass Frauen weniger berechtigt waren und da hatten die halt einfach schlichtweg Angst vor. Dann einmal die Gemeinsamkeit, die damals bestand bei den Leuten. Und zwar war das einmal die Auflehnung gegen den Adel und die Monarchen. Sprich, der Bürgertum hat sich versucht, gegen den Adel und die Monarchen aufzulehnen und etwas zu bewirken. Und dann haben wir einmal noch, dass die Menschen im Sturm und Drang nach Gefühl lebten und in der Aufklärung eher nach dem Verstand lebten. Darunter kann man verstehen, dass sie so gesehen damals zur Sturm- und Drangzeit eher nach eigenem Gefühl, sprich nach ihrem eigenen Ego gehandelt haben. Da könnte man theoretisch auch die Moral ansprechen. Und dass die zur Zeit dann, als sie aufgeklärt wurden, nach dem gesetzlichen Sinne gehandelt haben und eher nach dem Verstand gehandelt haben, wie es wirklich richtig ist. Und da finde ich, spielt die Moral nochmal eine wichtigere Rolle. Einfach aus dem Grund, wenn man nach seinem Verstand handelt, handelt man ja auch meistens, also die meisten Menschen handeln dann ja auch direkt moralisch, würde ich mal sagen. Nicht alle, aber die meisten. So, das nächste einmal ist das Leitbild. Das ist das nächste große Thema, sage ich jetzt mal. Und unter dem Leitbild kann man ganz viele Unterpunkte erkennen.
Einmal das Geniekult, die Natur, die Gesellschaftskritik zur Zeit, die Melancholie damals, die Gefühle der verschiedenen Individuen, Trauer und dunkle Zeiten, Freiheit, tragische Held. Melancholie spielt zu dieser Zeit eine wichtige Rolle, da viele Bekannte oder Bekanntheiten wie Schiller oder Goethe diese in Büchern oder Gedichten verfassten. Und dann halt einmal nochmal als Erklärung: Die Melancholie beschreibt die schlimmen Zustände, die zu der damaligen Zeit herrschten. Und das kann man halt wiederum auf zum Beispiel Natur beziehen, auf die Trauer und die dunkle Zeit und aber auch auf Freiheit. Und diese Leitbilder, die wir hier ja einmal gesammelt haben, die lassen sich halt in vielen Gedichten und bekannten Texten wiederfinden. Das sind halt so Unterpunkte, die zu der Zeit sehr, sehr aktuell waren und auch vielleicht einen Appell an Leute hatten, einen Appell, dass sich was ändern muss. Und ich finde persönlich, oder wir finden persönlich, das sehr interessant, weil wie die Bürger und der Adel das ja damals auch schon empfunden hat, dass sie es als dunkle und traurige Zeit beschreiben. So, jetzt gehe ich noch einmal ein bisschen mehr auf den Geniekult ein, denn das ist auch schon das nächste Thema des Erklärvideos. Einmal eine Hintergrundinformation zum Geniekult. Der Absolutismus sorgte damals halt für Auflehnung des Bürgertums. Und damals schon lebten Menschen nach eigenen Wünschen und Regeln. Sprich, sie haben sich nicht richtig an Regeln gehalten, hatten wir ja schon mal gesagt. Beziehungsweise, sie waren halt eher gesetzlos und rebellisch. Dann einmal waren sie damals nicht unterwürfig. Klar, in einem gewissen Sinne waren sie unterwürfig, weil es gab ja einen König und der Adel und der Bürgertum stand immer noch darunter. Also sprich, sie waren irgendwie unterwürfig. Aber für sich selbst haben sie immer gesagt, sie wollen für sich leben. Sie wollen nicht unter jemanden leben. Sie wollen nicht unter jemanden stehen und auch nicht unter dem Gesetz stehen. Damals galt halt auch ein starker Ich-Bezug, sprich ein Ego-Bezug, würde ich sagen. Wie handel ich? Was mache ich, damit es mir gut geht? Und dann einmal haben die Menschen noch versucht, damals nach freier Selbstentfaltung zu leben. Das hat nicht ganz immer geklappt, weil sie vom König und vom Adel unterdrückt wurden. Und dann haben wir als nächstes noch Individuum und Emotionen stehenden oder standen damals halt schon im Vordergrund, was halt man auch bei dem Leitbild gesehen hat mit Trauer und Kritik. Und dann noch einmal als kurzen Unterpunkt, das hatte ich aber ja bereits schon angesprochen, dass die Menschen damals rebellisch waren. Kommen wir nun zu den stilistischen Mitteln. Stilistische Mittel zur Zeit des Sturm und Dranges waren häufig Metaphern, Symbole, Gleichnisse, also Vergleiche zu Gott, Vergleiche an sich, Personifikation und es gab eine generelle emotionsbetonte Grundhaltung. Das heißt, man hat viele Halbsätze, Ausrufe und Kraftausdrücke benutzt, um seine Emotionen besser ausdrücken zu können. Des Weiteren wurde in der Umgangssprache geschrieben, da die Zielgruppe die Mittelschicht war, welche sich gegen den Adel auflehnte. Nun werde ich den Text Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe mithilfe der zuvor genannten Leitmotive analysieren. Zu Beginn vergleicht Goethe den Adel mit Gott, indem er das Symbol der Sonne benutzt und bezeichnet den Adel als arm dran. Daraufhin wird er selbst zum eigenen Gott, indem er sich mit Gott vergleicht, dadurch, dass er die Schöpfungsgeschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Danach lehnt er sich gegen seinen Gott bzw. den Adel auf, indem er dann sagt, und dein nicht zu achten, das heißt, er bestimmt jetzt über sich selbst. Das Leitbild der Gefühle kommt auch drin vor. Und zum Ende hin sagt er nochmal selbstbewusst mit einem Ausruf, wie ich, und dies zeigt auch, dass er nicht unterwürfig ist und zeigt auch den Ich-Bezug. Welchen Einfluss hat die Sturm- und Drangzeit auf heute? Zur damaligen Zeit wurde bereits die Kirche hinterfragt. Wir leben mittlerweile freier, wir haben keinen Monarchen mehr und wir sind auch selbstbestimmter. Wir denken immer noch ans Individuum, zum Beispiel dafür kann man unseren Kleidungsstil nehmen. Und auch heute stellen wir uns noch gegen die Diktatur und Ungerechtigkeiten wie Unterdrückungen. Es gibt ja auch lauter Proteste und so. Und die Sturm- und Drangzeit beeinflusst uns auch heute noch durch die Schule, da man in der Schule immer wieder Themen und
vergangene Zeiten aufarbeitet, damit Sachen nicht wieder passieren. Auch damalige Dichte und Dramen und Texte beeinflussen uns, wie gesagt, durch die Schule, da wir die dort behandeln. Und die Sturm- und Drangzeit ist ein Beispiel, wie heutige Machtverhältnisse nicht mehr sein sollten. Kommen wir nun zu eurer Aufgabe. Auf der vorliegenden Folie sehen Sie den Text Willkommen und Abschied von Johann Wolfgang von Goethe. Sie können nun diese Präsentation pausieren und diesen Text mithilfe der zuvor genannten Leitmotive analysieren. Auf der darauffolgenden Folie werden wir eine Lösungsfolie erstellen. Dies ist unsere Lösung. Wenn eure Lösung ansatzweise mit dieser übereinstimmt, dann habt ihr gut zugehört. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Und dies sind unsere Quellen.